Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute gibt's wieder ein Grundlagenvideo zum Flipper Zero und zwar diesmal geht es um Erweiterungsplatinen. Ich habe ja eine ganze Kiste voll schon mit Breakout Boards zum Flipper Zero und wir werden uns heute mal einfach eine Auswahl an Breakout Boards oder Erweiterungsplatinen anschauen. Ja, mittlerweile gibt es auch wahnsinnig viele Erweiterungsplatinen. Ich gehe auf die wichtigsten Erweiterungsplatinen ein. Es sind nicht alles Kaufplatinen. Wir werden unter anderem natürlich das klassische Flipper Zero Devboard sehen. Aber ich habe auch ein paar selbstgelötete Eigenentwicklungen mit dabei. Ja, und ich möchte euch einfach mal einen kurzen Überblick geben, für was man hier welches Board nutzen kann. Es sind auch ein paar Exoten dabei, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ja, wir werden uns gegen Ende vom Video auch noch mit Sensoren beschäftigen, ganz kurz, aber nur angerissen, denn neben den typischen Erweiterungsplatinen gibt es auch die Möglichkeit, eigene Sensoren mit dem Flipper Zero zu betreiben und auszulesen. Ja, ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Überblick geben, was hier gerade so am Markt zu finden ist. Ich kopiere euch auch jeweils die Links unten mit rein, wo ihr auch entsprechende Boards bestellen könnt, wenn ihr sagt, das Board, was du mir gerade gezeigt hast, ist das Board, was ich schon immer gesucht habe. Ja, wir starten mit dem Thema zu den Breakout Boards und wir werden sofort in die Kiste hier reinschauen. Sofort wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie bereits in der Einleitung gesagt, starten wir mit den Erweiterungsplatinen und zwar haben wir als erstes in dieser kleinen Schachtel das offizielle Flipper Zero Wi-Fi Devboard. Ja, das offizielle Flipper Zero Wi-Fi Devboard hier, das kommt in der Standardversion natürlich ohne Firmware. Die Firmware muss man selber drauf flashen. Wie das geht, das möchte ich euch auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Es hat eine Onboard-Antenne, das heißt, die Antenne ist hier auf dem Chip bereits fertig drauf und wir haben eine USB-C-Schnittstelle und es ist ready to flash. Die bekannteste Firmware für das Wi-Fi Devboard ist die Marauder Firmware. Die Marauder Firmware gibt es nicht nur für das offizielle Devboard, sondern es gibt auch noch andere Boards. Wir werden uns eins dann auch noch anschauen. Und was es noch Wichtiges gibt zum offiziellen Wi-Fi Devboard ist, dass es kein Bluetooth unterstützt. Wir haben hier einen entsprechenden ESP32 drauf und zwar ist das der ESP32S2 und der ESP32S2 hat kein Bluetooth an Bord. Das bedeutet, alle Marauder-Funktionen, die auf Bluetooth-Chips setzen, sind vom offiziellen Devboard nicht unterstützt. Das ist kleine Einschränkung. Wi-Fi Devboard kann verschiedenste Angriffe gegen Wi-Fi machen. Wir können Geräte aus dem 2,4 GHz Wi-Fi deauthentifizieren. Wir können nach WLAN, Access Points und Clients scannen. Und wir können auch Fake-APs aufmachen, das heißt Fake-Hotspots, um hier potenzielle Opfer damit auszutricksen. Ja, das war ein kurzer Überblick zum Wi-Fi Devboard. Schauen wir uns das nächste Board an. Ja, das nächste Board, was ich hier für euch dabei habe, das CC1101 hier in einer selbstgelöteten Version, ist das Board, wenn es darum geht, die Funkreichweite vom Flipper Zero zu optimieren. Ihr wisst selber, Flipper Zero hat eine eingebaute Antenne im Gehäuse und die hat nur eine gewisse Reichweite. Um hier eine stärkere Reichweite zu erreichen oder auch um hier andere Antennen zu nutzen, bei dem Board kann ich die hier ein bisschen abschrauben,
kann hier verschiedene Antennen dadurch zur Anwendung bringen. Ja, zu dem Thema Antennen, das ist noch ein eigenes Thema, das möchte ich auch nochmal in einem extra Video aufgreifen. Da gibt es noch total viele unterschiedliche Antennen hier, auch die von ja total schlecht bis top Empfangsleistung gehen. Das möchte ich euch auch nochmal, wie gesagt, im separaten Video zeigen und auch entsprechend einen Vergleich zeigen, wie sich hier allein mit so einer kleinen Antenne die Reichweite verbessern lässt. Das Board hier, wie gesagt, eine eigene Lötlösung auf Basis vom CC1101 und den Chip könnt ihr auch in China bei AliExpress bestellen. Ich kopiere euch auch unten den Link nochmal mit rein. Da kann man hier wirklich viel Geld sparen. Es gibt es auch als fertige Platine, wer es so kaufen möchte, ja auch unten mit verlinkt. Doch wer natürlich ein bisschen sich tiefer für die Technik interessiert, der ist natürlich auch offen, mal hier so eine Platine selber zu löten. Wenn ihr Interesse habt und ich euch mal zeigen soll, wie man so eine Platine selber löst, wirklich zu einem Bruchteil vom Kaufpreis, dann lasst es mich bitte unten in die Videokommentare wissen. Dann schauen wir uns das Ganze auch mal zusammen Step by Step an, wie ihr für ein ganz kleines Budget eine eigene Platine löten könnt. Ja, das nächste Board ist das NRF24 Board. In meinem Fall habe ich jetzt hier das NRF24 Board in so einer kleinen, ist nicht besonders schön, 3D gedruckten Hülle hier eingebaut. Das NRF24 Board arbeitet im Bereich 2,4 GHz, ja, und ist der Chip, der in den meisten Funktastaturen und Funkmaus-Kombis verwendet werden. Funktastaturen und Funkmaus-Kombis nutzen den NRF24 von Nordic Semiconductor. Dazu leiden viele Tastaturen an Keystroke Injection Vulnerabilities. Das heißt, man kann dann hier mit dem Flipper Zero Keystrokes, also Befehle, in ein vorhandenes Gerät injizieren. Wie das Ganze funktioniert, das möchte ich euch auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Ist jetzt nicht ganz so einfach. Man braucht ein bisschen Hintergrundwissen, aber es ist natürlich schon mal, viele sagen, ja, ich habe hier ein NRF24 Board, aber wissen dann tatsächlich auch gar nicht, ja, was kann ich denn jetzt mit dem Board machen? Das so als kleiner Ausblick, was wir hier machen können und auch mal machen werden, was ich euch Step by Step mal zeige, wie sowas funktioniert. Ja, das ist das NRF24 Board. Dann haben wir als sehr kostengünstige Alternative zum offiziellen Wi-Fi Dev Board ein ESP8266, auch wieder hier in einer 3D gedrückten Hülle. ESP8266 lässt sich auch mit einem Router Firmware flashen, aber es gibt auch andere Firmwares hier dafür. Das Tool von Spacehoon, wenn man das geflasht hat, bietet sogar eine eigene Web-Oberfläche. Da kann man dann auch komfortabel vom Handybrowser aus entsprechend hier die ganzen Angriffe oder Fake-APs starten, die man sonst über den Screen vom Flipper etwas fummelig steuern muss. Das ist, wie gesagt, auch die super Sparlösung hier zum Dev-Board. Wenn ihr auch da mal wissen wollt, wie man sowas baut, gerne rein in die Kommentare, dann schauen wir uns das Ganze an. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen, möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support. Doch jetzt zurück. Ja, und zu einem Board habe ich auch schon mal viele Anfragen bekommen. Das möchte ich euch jetzt vorstellen. Das ist wahrscheinlich für euch alle das Spannendste. Und zwar ist das 3-in-1 Board. Das 3-in-1 Board habt ihr vielleicht auch schon in vielen Shorts oder bei TikTok gesehen. Das 3-in-1 Board bietet hier auf einer Platine einmal den ESP32 für Wi-Fi-Angriffe, den NRF24, den wir für die Funkperipherie, Funktastaturen, Funkmäuse gerade angesprochen haben, und wir haben den CC1101 für die ganz normale Sub-Gigahertz-Funktion.
Ja, der große Vorteil vom 3-in-1-Board ist, der hat einen Verstärker für TX und RX drin. Man kann hier optimiert auf Sende oder Empfang hier auch den CC1101 entsprechend optimieren. Was das bringt, wie viel Leistung das bringt, ich habe euch ja gesagt, wir schauen uns auch mal an, was so eine Antenne bietet. Wir können auch hier nochmal das 3-in-1-Board vergleichen mit und ohne Verstärkung und wer hier ganz klar der Sieger ist. Ich finde es praktisch, aber dennoch ziemlich groß. Also sagen wir, in der Praxis würde ich doch vielleicht lieber auf einzelne kleine Boards zurückgreifen. Das ist natürlich auch, wenn mir hier der Flipper mal runterfällt oder das Board irgendwie beschädigt wird, dann habe ich hier natürlich mit einem größeren Kostenblock zu rechnen für eine Ersatzbeschaffung, als wie wenn ich hier kleine, unauffälligere und handlichere Boards im Einsatz habe. Allem in allem, wie gesagt, ein guter Allrounder. Auch wie man das flasht, genauso wie das Wi-Fi Dev Board entsprechend, würde ich euch auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Aber das würde jetzt hier den Überblick einfach sprengen. Ja, ein weiteres wichtiges Board, das sind Infrarot-Verstärker-Boards. Ich habe mir hier ein Infrarot-Verstärker-Board komplett selber designt und gelötet. Und ich muss euch sagen, es ist wahnsinnig gut, weil es arbeitet mit den vollen 5 Watt, die uns hier die 5 Volt Versorgung vom Flipper Zero bietet. Denn betrieben über den 5 Volt Pin kann hier maximal der Flipper 5 Watt liefern und die habe ich hier voll ausgereizt. Ich habe hier ein Array von 8 LEDs, die hier jeweils mit einem Transistor angesteuert werden. Dadurch können wir hier eine wesentlich höhere Sendeleistung erreichen, als wie das die kleine eingebaute Infrarot-LED vom Flipper Zero kann. Reichweite, live getestet, schon mal um die 25 Meter. Das ist schon wahnsinnig ordentlich. Doch es gibt hier natürlich auch Kauflösungen. Die Kauflösungen sind natürlich teurer. Ich linke euch unten auch nochmal in der Videobeschreibung ein paar rein. Dieses Board hier ist wirklich mit ein paar Cent an Wert selber zu erstellen. Wir haben hier Infrarot-LEDs, die kosten bei AliExpress nur ein paar Cent, ein paar Transistoren, wie gesagt, ein paar Widerstände und dann hat sich das Ganze schon. Also wir reden hier von wahrscheinlich $2 oder $3 maximal an Wert und man kann sich hier, wenn man ein bisschen Know-how hat, oder Interesse hat, hier auch mal so ein Board selber zu bauen. Doch eine richtig coole Lösung für richtig geringes Geld. Ja, ich habe euch gesagt, wir haben hier auch noch Exoten mit dabei. Und das exotischste Board, ich will nicht sagen das hässlichste, aber auch das exotischste Board ist hier dieses Wigand Interceptor Board. Ich habe es euch schon mal in meiner Serie zum Thema Hardware Hacking gezeigt. Und zwar kann man mit dem Board bei Wigand-basierten Türzutrittslesern die Kommunikation zwischen Türzutrittsleser und der Steuereinheit mitlesen. Man kann hier entsprechend Spoofing-Angriffe machen, man kann hier die Keycards, die über die Leitung übertragen werden, aufzeichnen, man kann sie replayen. Und so auf eine ganz interessante Art Schwachstellen in Türzutrittslösung zeigen. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch auch nochmal hier das Video mit rein, wo ihr auch dieses Tool hier in Aktion seht. Ja, was ist euer Lieblings-Extension Board oder wo habt ihr noch Fragen? Lasst es mich wissen, gerne in die Kommentare. Ja, mit den Breakout Boards ist allein nicht getan, denn es gibt natürlich noch wahnsinnig viele andere Tools, die wir mit dem Flipper Zero verbinden können. Und zwar rede ich von Sensoren. Wenn ihr mal im Firmware-Menü vom Flipper Zero bei die GPIOs schaut, dann habt ihr schon hier sehr, sehr viele GPIO-kompatible Sensoren. Es gibt da, was weiß ich, Geigerzähler, es gibt Temperatursensoren, es gibt da wirklich fast alles, was man sich vorstellen kann, was man auch mit dem Flipper Zero verbinden kann. Ich blende euch hier mal den kleinen Bewegungssensor, den BMI von Bosch ein und mit dem habe ich auch noch vor, mal so ein ganz interessantes Projekt zu machen. Es gibt da diese Air-Maus, mit der App kann man hier den Flipper Zero als Funkmaus verwenden, die man einfach durch Bewegung vom Flipper Zero einfach auf dem PC hoch, runter, links und rechts schiebt und dann mit den entsprechenden Tasten dann entsprechend klicken kann.
wie man hier so einen kleinen Erweiterungssensor zusammenbaut und entsprechend verlötet. Das wäre auch mal ein cooles Projekt, was ich mir gerne mal mit euch zusammen anschauen wollte. Wie gesagt, Sensoren gibt es wahrscheinlich weder einen Anfang noch ein Ende. Da ist nur die eigene Fantasie die Grenze oder sagen wir mal auch vielleicht noch die App, die hier entsprechend das Ganze auch visualisiert und ausliest und darstellt. Aber da gibt es neben den klassischen Erweiterungsplatinen nochmal richtig viel Potenzial für mehr Forschung und Entdeckung mit dem Flipper Zero. Ja, nutzt ihr schon Erweiterungsplatinen oder was habt ihr für Erfahrungen mit eurer Erweiterungsplatine gesammelt oder auf welche Probleme oder ja, gute oder schlechte Sachen seid ihr gestoßen? Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin da sehr gespannt, was ihr da schon erlebt habt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn es hier neue Videos rund um den Flipper Zero und um Themen zur IT-Security gibt. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht es gut, ciao, euer Raik.